Hallihallöchen, liebe Leute. Ich darf euch begrüßen zu einer ganz neuen Folge Assassin's Creed Black Flag. Und wir haben hier aufgehört in Salt Key und hatten ein paar Bricks erobert und geentert. Und jetzt müssen wir uns Anonymität erkaufen, damit die Bösen da hinten mit den roten Segeln uns nicht jagen. Das sind nämlich Piratenjäger und die gehen uns auf den Sack. Das wollen wir nicht und deshalb sprechen wir jetzt mit den amtlichen Behörden, mit den örtlichen Behörden. Ja. Müsst ihr verschwinden, Freund? Ja, bitte. Reizend. Ich stelle sicher, dass man euch vergisst. Super. Das gefällt mir. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich mal da oben den wunderbaren Aussichtsturm mit Aussichtspunkt mitholen. Das machen wir gerade mal. Zack, zack. Wir haben auch die Taverne gefunden direkt, die aber noch nicht freigeschalten ist. Das können wir eigentlich gerade mal machen. Damit ihr das auch mal seht. Am Anfang in so einer Taverne muss man immer sich kloppen. Und dann ist die Taverne freigeschalten und man kann dort dann Crewmitglieder anwerben. So läuft das. Die sind immer so ein bisschen langweilig, die Prügeleien. Aber, ja. Mal was für zwischendurch. Und jetzt können die hier nämlich Informationen beschaffen. Interessante. Ja, wisst ihr Bescheid. Das bedeutet, okay, hier, wir haben jetzt praktisch ohne den Punkt hier freizuschalten, haben wir trotzdem hier schon ein Ding gefunden, was wir dann irgendwann aufsammeln können. Ja. Das ist auch mega interessant und so. So, da ist der Aussichtspunkt. Den gönnen wir uns. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Wunderbar. Das wär's doch, oder? Einfach so ein kleines Kaff mit 7 Häusern und das einfach irgendwo an seinem Karibikstrand, wo es trotzdem alles gibt, einfach so, das fände ich echt geil. So, wir machen weiter. Wir sollen nämlich in die Kapitänskajüte gehen und dort Breitseitenkanonen kaufen. Wir müssen unser Schiff immer noch aufrüsten. Und wir haben jetzt, keine Ahnung, 3 Kanonen auf jeder Seite. Oder 2 vielleicht. Und das muss natürlich noch ein kleines bisschen besser werden. Und deshalb rüsten wir jetzt auf. Und die Crew, das finde ich auch witzig, die jubelt immer, wenn der Captain an Bord kommt. So, wir wollen hier hin. Und zwar wollen wir erstmal verkaufen. Wir haben nämlich Fracht, die wir verkaufen können. Das gibt nämlich Geld. Zucker und Rum ist sehr wertvoll gewesen damals, tatsächlich. Jagdbeute behalten wir mal. Und wir kaufen Breitseitenkanonen. Und zwar rüsten wir ab auf 10 Breitseitenkanonen für normale Feuerkraft auf jeder Seite. Das heißt, wir haben dann insgesamt 20 Kanonen. Das ist schon ganz amtlich. Aussehen der Jackdaw könnten wir verändern, wenn wir Geld und Stoff hätten. Aber nein. Wir könnten die Raute-Segel, Elite-Segel. Ja komm, machen wir mal. Die Galionsfigur der Jackdaw ist tatsächlich gerade ausgerüstet. Wir können aber auch die Elite
Wobei, na, das sieht schon ein bisschen besser aus. Steuerrad-Ejector, Elite-Steuerrad. Finde ich das eigentlich fast cooler. Ja, lass mal so, okay. Sehr gut. Dann, was gibt's hier noch? Hier können wir unsere Monturen und unsere Ausrüstung umtauschen. Können wir normalerweise wieder die normale Kutte von Edward anziehen. Oder eben alle, die uns zur Verfügung stehen. Die Walfängermontur, die Haifängermontur, die Katzenfellmontur, die Jägermontur, die Maya-Montur. Die bekommen wir noch. Die Tarnmontur, die Templerrüstung. Nee. Erhalten nach Öffnen des Käfigs im Unterschlupf auf Great Iguana. Ach so. Ja, die Templermontur, genau. Offiziersmontur, Gouverneursmontur. Nee, gar nicht so geil. Alles irgendwie. Die Entdeckermontur ist noch ganz cool. Naja. Wir bleiben bei der Montur, die wir gerade haben. Und gehen wieder nach draußen. Und haben das Schiff noch einmal ausgerüstet. Mit 10 Kanonen auf jeder Seite. Da kann eigentlich im Prinzip nichts mehr schiefgehen. Zumindest für den Zeitpunkt. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. In der Tat. Eine gute Idee. Jawohl. Heißt, die schwarze Flagge haben wir beendet. Wir haben kein Jagdschiff geplündert. Wäre das Jagdschiff das Schiff gewesen, das uns verfolgt, die Piratenjäger? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen weiter. So. Gut, wir gucken gerade mal auf die Karte. Wir sollen nämlich da nach Andreas Island. Da gibt es wohl eine neue Mission. Und da wollen wir hingehen. Ich markiere direkt mal den Aussichtspunkt. Bringt die Hauptsegel in den Wind! Und dann machen wir uns auf den Weg. Alle Segel, sie verträgt das! Groß- und Bramsegel! Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Würde ich auch, ja. Finde ich super. Und los geht's. Oh mein Gott, ein Sperrgebiet. Was tue ich jetzt nur? Den nehmen wir mit. Schiffbrüchige. Nähern Sie sich schiffbrüchigen Seeleuten, um sie zu retten und sie anzuheuern. Kann man immer gebrauchen. Boing. Das war intelligent. Captain über Bord! Das war hier ein Schiffswrack. Jetzt ist alles klar, okay?
Wie auch immer, wir nehmen uns zuallererst den Aussichtsturm vor. Hier gibt's eine Taverne? Wusste ich gar nicht. So, einmal nach oben bitte. So. Naja, klar, da unten, okay. Eine Schatzkiste. Die nehmen wir mit. Und hier ist die Taverne. Die können wir auch direkt mal freischalten. Hey, was soll das? Geht's euch gut? Na gut, dann müsst ihr eben dran glauben. Komm schon. Der hat Nerven, jetzt anzugreifen hier, wa? Zack. Neckbreaker. Gemein, aber effektiv. So, ein bisschen Aggression rauslassen. Hat er irgendwas Tolles? Nee. Gut. Da drüben ist die nächste Mission. Wir... Was tun wir denn? Wir gehen gleich zur Mission. Obwohl wir auch da drüben dieses Manuskript klauen könnten. Das ein bisschen spärlich bewacht wird, muss ich sagen. Na gut. Wir haben eins von drei Geheimnissen in den Dreas Island freigeschaltet. Das zweite ist an der Minikarte links unten diese Flasche. Und das andere ist die Schatzkarte, die man noch finden kann. Aber wir sprechen mit Master Kit. Seht nur, der Bastard des verstorbenen William Kit. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer, als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Sonst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei, von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Ich auch. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern berabe. Sein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt Achtet zur Beute. Mal auf seinen Unterarm. Das gesehen? So, wir gehen hier mal nach oben. Mr. Backford weiß, dass unsere Preise angemessen sind und auch die Qualität. Was zum... Ich will da nach oben. Nein,
Herzhaft in die Latte und Rohrzucker. Bekannt. Es da. Beruhigt mich, das von euch zu hören. Verfolgen. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Gut, dann verfolgen wir ihn. Was führt der Mann wohl im Schilde? Mich nie finden, Typ. Ich bin viel zu gut versteckt in dem Gras hier. Was hast du vor? Beaufort, Manning, zu mir. Hier sind wir fertig. Hi, Sir. Wie ist unser Kurs? Wir kehren zur Plantage zurück und machen eine Bestandsaufnahme. Haben wir ein optionales Missionsziel? Nein, haben wir nicht. Gute Ernte dieses Jahr. Ihr solltet nicht so laut reden, Sir. Es ist gewiss kein freundlicher Hafen. Nonsens, Mann. Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Leine los und Ankerlichten, Burschen. Wir fahren heim. Das Ruder der Jack da übernehmen. You there! Stop! Ja. Zack. Und hoch. Anonym werden zu interagieren. Oh ja, komm. Captain. Du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Danny. Ich habe einen von Backfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagern. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Hoch, Leute! An die Bramsegel! Sperrgebiet. Sperrgebiete sind Gebiete, in denen sie sich nicht aufhalten sollten. Schiffe werden sie sofort entdecken und angreifen, sobald sie in deren Blickfeld kommen. Die Blickfelder von Schiffen sind auf ihrer Minikarte sichtbar. Weichen sie ihnen aus, um Konflikte zu vermeiden. Sperrgebiete werden auf der Minikarte rot dargestellt. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Halt, Adi. Ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Rahmsegel einholen! Zieht! So, wir achten auf die Minikarte und müssen gucken, dass wir nicht in diese gelben... Ja. Top, und Maus. Alles klar. Ich brauche eigentlich gar nicht anfangen zu reden. Wir müssen gucken, dass wir nicht erwischt werden. Wir dürfen uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das ist das optionale Missionsziel. So viel Segel, wie ihr könnt! Scheiße, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Gegner kommt auf uns zu! Denke, das ist ein Kutter! Wir sind sicher, Captain. Royal Navy! Scheint allein zu sein, Sir! Schöne Scheiße, hä? Huh? Naja. Also das machen wir jetzt schon noch fertig hier. Ich hoffe nur, wir werden nicht entdeckt. Kommt, der dreht sich doch jetzt bestimmt. Ne, sieht nicht so aus, okay. Das da vorne wird ein bisschen zwickmühlig. Klippen voraus, Sir! Ganz, ganz, ja, aua.
wollte gerade sagen, wir sollten hier ganz nah am Rand vorbeisegeln, damit wir nicht entdeckt werden. Gut. Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Aye. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Aye. Als Kocher im Siederhaus. Siederhaus? Habt ihr da Wasser gesiedelt? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott. Vorsichtig, der Wind ist gerade ziemlich arschig. Ein Sturm, sieht übel aus. Wir wollen es ist hierher. Das kann zu nahe zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. So, hier docken wir an. Alles einholen, aufrollen, los! Cat Island. Den Gesandten erreichen. Oh. Und dann auch noch in so kurzer Zeit. Hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Ja, so das sieht's werden aus. Wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler, nicht bei dieser Größe. Hm. Verdopple auf jeden Fall die Wachen und halte verdammt nochmal nach allem verdächtigen Ausschau. Ja, das sollten wir tun. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir, ich halte meine Augen offen. Ja. Danke, Drecksack. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Vergebt mir, Sir. Ich bin frisch und munter. Und wenn ich etwas Verdächtiges sehe, werde ich umgehend die Glocke läuten. Versprochen. Ja, klar, alles gut. Dass sie alle so dumm sind. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Das ist eine gute Frage. Ist wir bleiben keiner hier. Nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Na, ich glaube, den Schlüssel bekommst du nicht. An dieser Stelle beende ich mal die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mir gerne ein Like geben. Wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, ciao.